Hallihallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr mich wieder angeklickt habt. Hier ist euer Michael Speyer mit einer Hörspielempfehlung für euch. Es geht um eine ganz neue Hörspielreihe, von der ich persönlich noch gar nichts gehört hatte, obwohl sie eigentlich genau in mein Beuteschema fällt. Und zwar um die Weiße Lilie. Ich halte euch das nachher nochmal genauer ins Bild. Das ist ein Polit-Action-Thriller-Hörspiel in mittlerweile 2 Staffeln zu jeweils 3 Episoden. Wird allerdings fortgesetzt, zumindest hoffe ich das. Warum das so ist, erzähle ich euch gleich. Jetzt gucken wir uns erstmal die CDs an. So, hier sind sie, die ersten beiden Staffeln von Die Weiße Lilie. Nehmen wir zuerst einmal Staffel 1, Tödliche Stille, bestehend aus 3 Kapiteln. 3 CDs ergo auch, und diese sind relativ kurz. Die Hörspiele selber sind jeweils ungefähr eine Dreiviertelstunde lang. Man hätte also hier durchaus noch mehr auf die CD draufquetschen können, hat man aber nicht gemacht. Warum auch immer, ist ja auch egal. Hier haben wir dann das Einsteckheftchen mit ganz vielen Informationen. Vor allen Dingen zu den Sprechern und auch die einzelnen Kapitel. Die Sprecher, ich lese das mal vor. Marc Bremer als Erzähler, Martin Sabel, Stefan Benson, Timo Kinzel, Holger Mahle. Hier sind so viele, es sind so viele tolle Sprecher. Und das Schöne ist, die überbieten sich jeweils. Also das ist wirklich, die machen eine tolle Arbeit. Das ist generell, auch hier, es geht sogar nur 38 Minuten. Das ist eine wirklich, wirklich tolle, qualitativ hochwertige Produktion. Aber erstmal die Frage, um was geht es überhaupt? Das ist bei Die Weiße Lilie gar nicht so leicht zu sagen. Es geht um einen Auftragsmörder namens Daniel Porter, und der wird im Kongo beauftragt, einen Warlord zu töten. Allerdings steckt da sehr viel mehr dahinter. Gleichzeitig geschehen in Boston verschiedene Mordfälle, die mit diesem Auftrag im Kongo zusammenhängen. Es geht um, ja, um was geht es? Um politische Intrigen, um Waffenschieber. Es geht um so viel mehr. Es geht letzten Endes wohl um die Weiße Lilie. Staffel 2, Krieg in Boston. Ja, die Weiße Lilie. Was ist die Weiße Lilie? Das weiß man nicht. Am Schluss der ersten Staffel wird es so langsam angeteasert, aber was die Weiße Lilie genau ist, ich vermute mal ein Geheimbund. Genaueres wird hier nicht gesagt. Wie gesagt, die Sprecher allesamt hochqualifiziert, obwohl, und da muss ich mich jetzt leider outen, die meisten davon, also die Stimmen kamen mir bekannt vor, aber ich konnte sie nicht wirklich zuordnen. Dazu haben wir ganz tolle Musik dazwischen. Da würde ich mir sogar fast den Soundtrack kaufen. Hier, die zweite Staffel geht schon mal etwas länger, ja. Die ist also schon deutlich länger. Da wurde das Kontingent der CDs ausgenutzt. Zumindest ansatzweise. Ja, Staffel 1 endet mit einem fiesen Cliffhanger, und deswegen freue ich mich auch, dass ich direkt Staffel 2 reintun konnte. Deswegen mein Tipp, wenn er es kauft, kauft beide. Ja, wie gesagt, hochwertiger kann man ein solches Hörspiel kaum produzieren. Die Story ist wendungsreich, die Story ist mitreißend, sie ist packend. Allerdings, und das ist jetzt der Knackpunkt, das muss ich sagen, hätte man das anders veröffentlicht, als man es veröffentlicht hat, hätte man beispielsweise die CDs einzeln veröffentlicht und man hätte mir nur die erste Episode der ersten Staffel gegeben. Ich glaube, ich hätte nicht weitergehört. Da war das Interesse dann nicht groß genug. Die Serie lässt sich am Anfang sehr viel Zeit. Außerdem sind so viele Handlungsstränge, man muss tierisch aufpassen, um am Ball zu bleiben. Die Handlungsstränge laufen irgendwann zusammen. Am Ende der ersten Staffel möchte man dann auch unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und die zweite Staffel haut dann richtig auf die Kacke und macht richtig, richtig Spaß. Aber, und das ist jetzt das Allerwichtigste, wenn ihr euch das anhört, dann müsst ihr da voll dabei sein. Es geht also nicht, dass ihr euch dieses Hörspiel so nebenbei anhört, beim Autofahren, wie ich das gerne mache, oder abends zum Einschlafen. Da ist dieses Hörspiel absolut nicht für geeignet, da verpasst ihr zu viel. Am besten, ihr setzt euch irgendwo ganz still hin, vielleicht sogar mit Kopfhörern auf die Ohren, und hört euch dieses Hörspiel bei voller Konzentration an. Dieses Hörspiel hat es nämlich definitiv auch verdient. Zum Thema verdient. Es geht weiter, allerdings nur dann, wenn die Macher merken, jawohl, die Leute wollen das haben.
Und das geht nur, indem ihr dieses Produkt kauft. Ist klar. Ihr könnt das natürlich weitergeben an eure Freunde. Hier, hör mal, wie toll das ist. Oder ihr könnt es auch kopieren. Das geht. Alles ist natürlich verboten. Und ich mache an dieser Stelle auch ganz klar, dass das böse, böse, böse ist. Aber theoretisch geht das natürlich. Damit schadet ihr euch aber selbst, denn wenn ihr das Hörspiel so toll findet, dass ihr es auch kopiert und weitergebt, dann geht es nicht weiter, weil die Leute wollen ihre Arbeit bezahlt haben. Ist klar, ihr wollt eure Arbeit auch bezahlt haben und ich letzten Endes auch, deswegen wäre es schön, wenn ihr hier unten nicht. Aber egal. Also, dieses Hörspiel lebt vor allen Dingen durch Mundpropaganda, wie diese hier. Deswegen, dieses Video teilen, 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 liken, liken, liken. Habe ich auch was von. Und, redet über das Hörspiel, kauft das Hörspiel, verschenkt das Hörspiel, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Und die Macher haben geschrieben, sie haben noch ganz, ganz viel im Petto, machen das aber nur dann, wenn es sich auch für sie lohnt. Also kaufen. Ich mache euch hier unten einen Link rein und ja, das klingt jetzt wirklich nach einem Werbevideo, wenn ich mir das so überlege. Ne, ist es nicht. Ich werde dafür nicht bezahlt. Ganz wichtig, ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich so lobend über die weiße Lilie rede. Man hat mir diese Dinge aber zur Verfügung gestellt und ich bedanke mich an dieser Stelle bei der Heike für die zur Verfügungstellung dieser beiden Staffeln, die ich sonst gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte. So, die weiße Lilie. Geiles Hörspiel. Geiles Hörspiel. Kann man machen. So, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen auf dieses Hörspiel einstimmen. Ich konnte euch hoffentlich auch davon überzeugen, dieses Hörspiel mal anzutesten. Das gibt es zu kaufen, das gibt es aber auch zum Download, zum legalen Download, ganz wichtig. Und ich hoffe, es geht bald weiter. Ich hoffe auch, dass ihr mir den Daumen da lasst, von mir aus auch den, dass ihr dieses Video teilt, dass ihr mich abonniert und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, euer Michael Speyer.